Guten Abend miteinander. Ich möchte recht herzlich begrüßen heute Abend zu dem sehr, sehr spannenden Abend, den wir heute haben, wo wir über die Krise reden. Wenn der Mario Kalbermatter mir hat angeleitet, ob ich da ein paar Worte sagen wollte, bin ich zuerst ein bisschen skeptisch gewesen und gesagt, was will jetzt in der Zwischensaison über die Krise reden? Eigentlich ein bisschen genug. Ich habe es aber angenommen und bevor ich eigentlich mit einem Thema anfange, gehe ich ins Internet und jetzt mal googeln. Und ich habe zwar gesucht, ein Zitat, das ein bisschen etwas zu tun hat mit Krise. Und siehe da, es hat auch ein Poli-Zitat gegeben und eines hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist von Max Frisch, der sagt, Krise ist ein produktiver Zustand, man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Ich bin jetzt über 20 Jahre in einer Art Vorhotels, also eigentlich bin ich jetzt aber 40 Jahre in einer Art Vorhotels, aber eigentlich 20 Jahre mehr oder minder operativ heute tätig. Wir haben in einem Jahr sehr viele Krisen miterlebt. Und wir haben eigentlich die Krise immer gut überstanden. Und wenn man rückwirkend drinschaut, haben wir genau in diesen Krisenzeiten eigentlich die richtigen Entscheidungen getroffen und die richtigen Weichen gestellt, wo uns dann nachher, wenn es dann wieder besser gegangen ist, der Erfolg hat beschert. Wenn so eine Krise eines Unternehmen drinkommt oder über so ein Unternehmen drüber geht, dann dringt die quasi fast in alle verschiedene Ritzen ein. Und ich habe mal versucht, das ein bisschen zu strukturieren und wollte auch in den nächsten 10, 15 Minuten ein paar Punkte über das Finanzielle, operativ, marketingmäßig und auch persönliche Aspekte im Krisenmanagement mitgeben. Zu den ersten Punkten wollte ich eigentlich kurz darauf eingehen, finanzielle Aspekte. Es ist ein altes Sprichwort, wenn man spare in guten Zeiten, dann hast du in schlechten Zeiten. Also wenn man in einer Krise drinläuft, auf dem letzten Zack, ist das sehr, sehr schwierig, da wieder rauszukommen oder respektive dort zu überleben. Und, vorher hat man es umgekehrt, ganz wichtig, natürlich im Management, die Liquidität, die natürlich das A und das O ist und auch der Rückgrat bedeutet für jedes Unternehmen. Eine gesunde Verschuldung hilft euch gegen schlaflose Nacht. Auch wenn wir heute ganz billige Zinsen haben, wenn man da auf einer sauberen Seite ist, erspart das sehr, sehr viel Kummer und Sorgen. Und was für mich sehr wichtig ist, wir haben im 1996 einmal eine ganz alleine Krise in der Innsbruck bekommen. Wenn da das Rating ist von der UBS, es braucht eine Bank, es braucht einen Kreditgeber und Partner, wo man wirklich sich auf denen kann verlassen kann, aber wo man auch gegenüber dem ein offenes und ein transparentes Verhältnis hat. Das ist sehr, sehr wichtig. Im operativen Bereich ist ganz klar, eigentlich kontraproduktiv für eine Krise, rigoroses Sparen. Alles, was man nicht braucht, sollte man nicht investieren. Wenn ich heute sehe, was grosse Unternehmen machen, die heute super Zahlen schreiben, haben im Sparen, dann kommt mir Angst und Bange. Personalmanagement bei uns natürlich logischerweise in der Gastronomie ist der Daily Business. Unrentable Geschäftsbereiche müssen wir zusammenstreichen, wir müssen ein bisschen redimensionieren, zumachen, wenn es ganz dramatisch wird, oder abschieben oder verkaufen. Wichtig dabei ist aber, die Arbeitsabläufe drin immer zu hinterfragen und dann aber auch zu optimieren. Schön wäre natürlich in der heutigen Zeit mit einem starken Franken und einem schwachen Euro, wenn man ein bisschen importieren könnte im Gastgewerbe, wenn man natürlich billige Produkte aus dem Ausland könnte importieren könnte. Leider schwer machbar, weil wir ja alle zusammen, wie ihr wisst, sehr, sehr grosse Schutzzellen, die zahlen hier in der Schweiz. Der operative Aspekt, da will ich ein bisschen näher drauf eingehen. Also das Reise- und das Konsumverhalten in der Menschheit hat sich in den letzten Jahren schon gewaltig verändert. Ich wollte zwei, drei Punkte äussern. Skisport. Ich behaupte heute, und ich hoffe, ich habe auch recht, aber ich behaupte heute, Skifahren ist ein Auslaufprodukt. Warum? Viele kennen nicht mehr Skifahren, weil es nicht vermögend. Die Jungen werden nicht mehr gefördert. Ich war vorher im Scala da oben, als Aperitif nehmen. Dann habe ich gesehen, Lebensfreude, ein kleines Karte gefunden, hinten drauf, Verein Freude herrscht. Der Döll Vogi hat eine Stiftung gemacht, genau für so etwas, für die Jungen wieder zu fördern, für Bewegung, für Sport, für das Skifahren. Haben wir verpasst, hat die ganze Ausbildung verpasst. Und ein dritter Punkt, in dem ganzen Business drin, dass Skifahren zurückgeht, wir haben längere Sekundos in der Schweiz, in Europa, die aus kulturellen Gründen einfach nicht mehr den Skifahren.
Darum überrascht es mich einfach jedes Mal schon, wenn die Bahnen einfach kopflastig ihren Cashflow primär immer wieder und voll und ganz aufs Ski fahren tun. Ich habe das letzte Mal mit einem Direktor von einer grossen Bergbahn geredet und gesagt, hör mal, du bist vor dem Verwaltungsrat, hast zwei Aufgaben, brauchst 500 Mille für ein neues Pistenfahrzeug und 100'000 Franken für irgendeinen Seilpark oder irgendetwas im Sommer. Jetzt tun wir mal sagen, wie ist die Entscheidungsfindung in dem Verwaltungsrat. Dann hat er mich angeschaut und angelacht und gesagt, weißt du was, Pistenfahrzeug, 5 Minuten, die 100'000 Franken, 3 Sitzungen. Und das kann es nicht sein. Also hier ist auch ein gewisses Potenzial dran, das man muss verändern muss. Dann hat er gekehrt in den letzten Wochen 20% Rückgang in der Schweizer Gastronomie. Das hat also mit Euro-Krise nichts zu tun. In der ganzen Schweiz 20% zurückgegangen. Bevor er im Scala war, hat er vorher gesagt, Scala kenne ich als ein Buddha, der läuft, was immer Leute hat, der immer voll ist, was sich jung und alt trifft, allein war. Ja. Warum? Es ist ein Trendwandel. Die Leute gehen nicht mehr aus, die Leute bleiben daheim. Heute ist es Sinn, man kocht daheim. Schaut mal auf einen Fernseher oder einen Swisscom TV, TV oder so, auf die 3000 Sender. Zappet da mal durch am Morgen früh. Auf jedem zweiten Sender tut irgendein Promi die Cholera oder die Polenta neu erfinden. Ich meine, es ist heute ein Trend, dass die Leute einfach daheim essen. Es gibt grosse Catering-Firmen, die das Essen heimbringen. Was müssen wir als Wirt da machen? Da draus? Ja, wir müssen den Food auch den Leuten ins Haus bringen. Das ist das Nächste, was wir müssen machen. Ein Trend, so Kurzurlaub und so weiter und so fort, das ist, hat sich länger abgezeichnet. Der Bernhard hat das vorher ganz klar gesagt. Es ist extrem, wie kurzfristig heute das Buchungsverhalten ist. Ich hatte letztes Jahr im Februar drin, eine Woche vor der Hauptferienwoche, noch Familien gehabt, die haben Ferien gebucht. Familien, Winter, Sport, Ferien für 2-3 Tage. Das ist unglaublich, das hat es vor Jahren noch nie gegeben. Die Ansprüche vom Gast sind massiv gestiegen in den letzten Jahren, aber er ist nicht mehr bereit, das zu honorieren oder das zu bezahlen. Also wie ihr seht, hier, die Ansprüche steigen, die Preise gehen zusammen. Das hat man in anderen Branchen übrigens auch genau das gleiche an der Lonza vorher auch gesehen. 0815 Produkte, also Standardprodukte, sind gottverdammt schwer zu verkaufen, zu vermarkten. Ein schönes Hotelzimmer, eine gute Aussicht und ein flottes Frühstücksbuffet, was heute millionenfach im Internet in Millisekunden abrufbar ist, das zu verkaufen, ist heute schwierig. Was brauchen wir? Wir brauchen Produkte, die eigentlich ein bisschen unverwechselbar, einmalig und auch schlecht zum Kopieren sind. Ein Beispiel, wir stehen in Schriederfurt vor einer grossen Investition, die wir jetzt auch tätigen wollen. Da haben wir eigentlich ganz einfach eine neue Beizwelle machen für sehr viel Geld und da einfach quasi indische Produkte in neuen Pfannen servieren. Das ist ja nicht gerade so ungeheuer kreativ. Und darum habe ich gesagt, das machen wir nicht, weil das soll auch sein. Wir haben eine komplette Struktur, einen kompletten Wandel drin. Da wird jetzt da oben an. Die Riederfurke ist am Tor vom UNESCO Welterbe Jungfrau Aletsch auf 2050 Meter Höhe gelegen. Einmalig. Da werden wir jetzt investieren in ein Hotel, in das Hotelzimmer. Wir machen einen kleinen Wellnessbereich. Wir machen eine top, geile, super, sensationelle, super Suite, wo man einfach mal anschauen muss. Und da drin gehe ich legen. Also einfach jeder sagt, ich muss dann rauf gehen. Ein Beize, das bedient ist, mit einem bisschen gehobeneren Standard. Und nebenbei ein Freeflow und ein grosser Self, damit wir alle abdecken können. Und mit dem Produkt muss ich euch sagen, wenn das nicht mehr funktioniert, mit der Einmaligkeit, dann gebe ich den Löffel als Boss von der Arfuhrer Hotels ab und gehe für Österreich auf Saison. Kreativität ist gefragt. Der Stoff hat das vorher auch gesagt. Es ist unglaublich. Früher hat man mal ein Produkt lanciert und dann hat man gut und gerne ein paar Jahre Fluggeld damit verdient. Man hat gar nichts mehr machen müssen. Wenn man heute etwas Neues auf den Markt hat, muss man eigentlich schon sagen, man muss hinten am Köcher schon wieder zwei neue Produkte haben, die man dann dort tun kann, weil es aber so kurzlebig ist und alles zusammen schon wieder verpufft. Und in den Regionen braucht es in den Destinationen eine klare Positionierung. Und da werde ich eigentlich nicht viel sagen. Für mich ein Vorzeigebeispiel, er hat vorher hier geredet, ist Grächen im Moment. Da ist eine klare Position, es ist ein klare Verhältnis drin. Im Marketing drin, das Gleiche. Wie können wir in diesem grossen Kuchen, im Internet Kuchen,
eben ein bisschen rausheben mit unseren Produkten. Das habe ich vorher angeschaut. Das sind gewisse spezielle, einmalige Produkte, die wir brauchen. Aber wir brauchen neue Märkte. Das letzte Beispiel, also ein aktuelles Beispiel, Ostern 2012, der Sinn. Vor 3 Jahren da unten an, über den Ostertag, hat man 9 von 10 Placken Titschi gesehen. Dieses Jahr eine Placke auf 10 Titschi. Das ist jetzt kein Trendwandel, das ist jetzt eine Euro-Krise, das ist jetzt eine Euro-Frage. Aber es heisst ganz klar, Stammmärkte trocknen aus, warten auf bessere Zeiten geht nicht. Wer also hier schon frühzeitig agiert hat und vor allem im Osten tätig geworden ist, ist natürlich heute in einer Pole-Position. Der Euro, meine lieben Damen und Herren, wird auf lange, lange Zeit oder längere Zeit auf tiefem Niveau bleiben. Und da werden wir in Kuhschweizer daran müssen gewinnen, so wie wir uns heute daran gewöhnt haben, an sündhaft teure Heizelle, die wir eigentlich alle zusammen zahlen und uns gar nicht mehr interessieren. Müsst ihr einfach heute auch wissen, weil es steht Wahlen an in Frankreich. Der Sarkozy wird die verlieren, so wie das uns sieht. Es gibt einen neuen Druck im Euro-Raum. Der Euro wird durch das nochmal abgeschwächt werden. Im Marketingbereich ganz klar ein Trend vom Printmedium über ins Online-Marketing. Social Media und so weiter und so fort ist ein Muss heute. Schon ganz klar, es braucht Marketing-Kooperationen, dass gewisse Bereiche zusammenarbeiten und zusammen auftreten, zusammen der Krise oder zusammen die Kräfte bündeln. Und hier gibt es ein schönes Beispiel, das in der letzten Woche kreiert oder auf dem Markt ist da die Walliser, der Mahlwäder, was sich da zusammengeschlossen hat. Und das Letzte ist natürlich klar, möglichst auf Trends agieren. Aber es ist alles so kurzfristig, dass es eigentlich relativ schwer ist. Es ist klar, man muss darauf reagieren. Wenn die Leute kurzfristig buchen wollen, muss man auch kurzfristig etwas anbieten. Vor einem Jahr war Euro-Franken 1:1. Wir haben den Euro-Bonus kurzfristig auf den Markt geworfen. Da haben wir angebunden an einen Wechselkurs und nachher die Differenz dem Gast zurückgegeben in Form von Konsumationsgutscheinen. Das haben wir auf dem Markt, nicht wie wir Fehler gemacht haben, 1980, als die D-Mark-Krise war, haben wir auch für die Schweizer angeboten. Das ist auch sehr, sehr gut angekommen. Also euch hier drin braucht es ein grosses UV-Potenzial, auch bei den Bergbahnen. Ich frage mich einfach, wie lange dass die Bahnen sich das noch erlöpen können, vom 1. Dezember bis zum 30.04. die gleichen Preise können zu verlangen und jetzt zu kassieren. Persönlicher Aspekt zum Schluss. Ich meine, so eine Krise zu meistern, ist Knochenarbeit und braucht natürlich sehr, sehr viel Substanz. Was muss man machen? Gesunde Ernährung, Sport, Fitness, Ruhe, Ausgeglichenheit sind Grundvoraussetzungen, für das in einem gesunden Körper euer gesunder Geist ist. Aber, ich rede jetzt von mir, es braucht nebenbei euch ganz persönlich und vor allem auch fordernde Hobbys. Und ich habe das aufgeteilt, strikt in Winter- und Sommerhobby. Im Winter bin ich Gletscherpilot, ich bin passionierter Gletscherpilot, einer der letzten, der das hier in der Schweiz noch macht. Und wenn ich Zeit habe und das Verhältnis gut sind und so fliege im Beruf mit der Familie, mit Freunden, mit Gästen, um A, Ruhe und Erholung, dann braucht es auch einen wunderschönen Gletscher. Aber B, vor allem um fliegerische Herausforderungen entgegenzunehmen. Und ich sage eins, Pilot sein und CEO oder Boss oder was auch immer von einer Firma ist sehr, sehr ähnliches. Wenn ihr da oben seid, auf einem Gletscher landet, dann ist jede Landung, die ihr macht, anders als das Letzte und das Nächste, was kommt. Und da oben müsst ihr in Blitzeseile, in kurzer Zeit müsst ihr entscheiden, gehe ich landen oder nicht oder gehe ich weg. Da habt ihr keine Beraterfirma, die da rundum sind und da sagen, drückt jetzt der Knopf und hier und da. Und da nehme ich sehr, sehr viel aus dem Bereich für die Führung in der Unternehmung. Und weil heute CO2 ein absolutes, wie soll man sagen, aktuelles Thema ist, bin ich im Sommer am Imker. Und du nicht fliegen und lassen fliegen, und zwar CO2-frei. Ich bin seit 3-4 Jahren begeisterter Imker. Ich finde es wunderschön, wenn man so ein Bienenvolk den ganzen Jahr über begleiten kann, wenn man sieht, wie da Harmonie oder Disharmonie entsteht in diesem Volk drin. Und wenn man auch sieht, wie viel Ähnlichkeit das Bienenvolk mit der Menschheit hat. Also ein Bienenstock hat eine Königin, die hat das Sagen.
solange das Volk sagt, dass sie zu sagen hat. Also es ist genau gleich mit den Kirchen hier und Sieg und Sache. Wenn einer nicht mehr gewählt wird und Politiker, wenn das Volk sagt, nein, dann bist du weg. Und das ist ja euch so das Gleiche. Und hier nehme ich sehr viele soziale Sachen raus im Bereich der Mitarbeiterführung. Und weil es so schön ist und weil es so mystisch ist und so göttlich ist, sage ich immer, willst du Gottes Wunder sehen, musst du zu den Bienen gehen. Jetzt, jede Krise hat auch immer etwas Positives, also die geht es ein, für meinen Vortrag jetzt auch, irgendwann mal. Ich habe eigentlich 4 Hauptpunkte, die ich im Krisenmanagement tue, prinzipiell beachte. Kopf nicht verlieren, ruhig bleiben, das ist wichtig. Positiv denken, optimistisch sein, aber auch immer kritisch. Also man muss einfach nicht mehr meinen, morgen geht es dann besser. Das soll ich mir jetzt hinterfragen, ob es richtig ist. Vorher nochmal, Kreativität ist keine Grenzen gesetzt. Nichts ist unmöglich, alles kann man verändern. Und der 4. Punkt, Intuition. Ich tue zu 90-95% und ich entscheide nach Intuition. Das gleiche mit dem Fliegen auch. Das kannst du nicht lernen. Das ist Intuition. Entweder hast du es und spürst es und sonst geht es nicht. Wenn ich eine schwere Entscheidung entscheiden muss, dann gehe ich am Abend ins Bett. Ich habe bis jetzt immer sehr gut geschlafen. Und wenn ich morgen aufstehe, zuerst einmal auf den Ring gehe, genau das mache ich. Und genau da habe ich bis jetzt eigentlich immer richtig. Jetzt sagen natürlich viele alte Gurus und so weiter, ja, aber die Erfahrung zeigt ihn doch und früher haben wir besser und die anderen Krisen haben wir so gemacht und so weiter und so fort. Eins ist klar, jede Krise braucht ein anderes Medikament. Und die Krise, die wir jetzt drin sind, die braucht eine Langzeitbehandlung, die wird länger dauern. Ich werde heute zum Abschluss noch ein bisschen umgoogeln, im Google. Und da habe ich ein wunderschönes Zitat gefunden vom grossen Deicher Konfuzius. Ich weiß nicht, von wo das er ist, aber er deicht gut. Und der hat gesagt, Erfahrung ist wie eine Laterne am Rücken. Sie beleuchtet nur den Teil des Weges, der schon hinter uns liegt. Das heisst also, Konsequenz daraus, die Zukunft kann uns niemand sagen, wie wir uns daraus müssen verhalten. Und es uns auch klar ist, dass auch wir, die ganze Menschheit, und jeder auf eine andere Art und Weise auch diese Krise überwinden wird. Man soll den Kopf nicht hängen, es geht vorwärts. Alles andere wäre ja gelacht und nicht normal. Ich wünsche euch einen schönen Abend und danke für die Aufmerksamkeit.